Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Hier wieder auf Perlenjagd oder so. Eigentlich. Ja, die reichen. Da kriegen wir nur 4 Zahn von 9. Was hat es mit diesen Schädeln hier auf sich? Okay. Ah, wenn man von anderen steht, ist wieder falsch. Okay. Oh, wow. Greif auf da, verdammt nochmal. Das gibt's ja nicht. Loslassen, loslassen, loslassen. Mit kurzem Masten den Vorhang zu machen. Scheint wieder zu sehr die Sonne rein und so rein. Wenn es da zu hell ist, wenn der Bildschirm da dunkel ist, sieht man genau nichts. Autsch. Drei erledigt. Tun.
Oh, verstehe. Die hören jetzt auch nicht mehr auf, ne? Doch. So, da hinten wird wohl die letzte Kugel sein. Oh, Moment. Was ist denn hier los? Generell sparen. Wenn wir das einfach so machen, weil wir die eh schon tragen können. Hallo, was los? Offensichtlich nicht dort drauf, wo er drauf liegen sollte. Eklar. Schön auf der Kante liegen bleiben. Zum Henker. Hör auf zu klettern. Keine Ahnung, wie wir da rauskommen sollen, ohne drauf zu gehen. Irgendwas ist hier ganz, ganz falsch gelaufen. So ist es mit der Kugel draußen. Ich verstehe auch nicht ganz, was das bringen soll, der Wind hier. Soll der einfach. Ah, oh ja, ich verstehe schon. Glaube ich. Alter, bleib bitte da oben stehen. Gibt eh keinen Weg mehr raus da sonst, ne? Ah, die Geschichte ist beendet. Wir sind komplett tot. Wir sind Game Over. Geil. Dürfen wir das jetzt alles nochmal von vorne machen? Nee, wenigstens nicht ganz. Das ist aber schon geil, oder? Wieder zurück zu den alten Spielgewohnheiten von Speicher ständig. Und zwar ständig. Thank you.
So. Oh ja, da. Nein. Du und auch nicht. Du, Motherfucker. Na, lass mich raten, das soll jetzt in der Luft stehen bleiben. Oder auch nicht, ne? What the fuck? Physik spielt mal wieder verrückt. Wo sind die jetzt? Irgendwo. Die bleiben hier drauf offensichtlich nicht schweben. Jetzt geh da rüber, verdammt nochmal! Mein Gott! Was macht sie? Was zum Teufel macht sie? So, jetzt setzt er den verdammten Würfel. Haust da drüben hin. So, will die Laser dort dicht. Das ist nicht aufheben, sonst gehen wir dahin. Schieben. Lol, deck genau zwei ab. Raus, der Scheiß dort uninteressant wird. Danke. Ja gut, aber dann ist... Das geht ja nicht. Das ist ja der hier wieder raus. Scheint nicht sonderlich zu interessieren, ne? Wollte das nicht wieder Stapel oder was? Oder mit der Ding kann Füße welche ganz Sinn ergeben. Das reicht auch nicht. Ja, keine Ahnung, wie das da gehen soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Nachdem die Laser nicht aufhören, gibt nicht wirklich eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, lad mal. Um da rauszukommen, müssen die Laser aus sein oder blockiert sein. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Du kommst ohne Verletzungen hier nicht raus. Ich zweifle, dass die Laser von da oben gesteuert werden. Gut, muss ich dann wahrscheinlich einmal googeln, wie man da durchkommt, weil ich schaff's momentan nicht. Bin dafür zu blöd. Nehmt den verschissenen Würfel! Jetzt kannst du noch nicht schieben. Ja, jetzt.
Was macht sie? Sie nimmt natürlich den, der da drüben ist. Mein Gott, ist die, das ein behindertes Weib. Oh, Laser sind aus. Alles klar. Schön. Narauf. Okay, da kannst du nicht mehr hoch. Wenn du so da hängst, dann ist es vorbei. Dann kannst du nicht weiter klettern. Gut zu wissen. Grör endlich darauf, du behindertes Drecksweib. Das kann es ja nicht sein. Braucht man alle drei dafür? Wenn ja, haben wir ja Probleme. Dann geht das nicht. Welches anvisiert? Keiner. Ich drück zwar, aber keiner wird anvisiert. Das Spiel ist so verbuggt teilweise. Wurde aber auch Zeit. Hat jetzt nur. Ja, hat jetzt nur fast den ganzen Part gedauert, ne? Boah, wenigstens 12 Münzen, das will ich aber auch meinen. Ich bin kein eifersüchtiger Gott. Aber ich will auch solche Wachhunde von Hephaistos. Kein eifersüchtiger Gott? Der war gut. Wenigstens 12 Münzen. Das ist wenigstens gelohnt, hat da einen, fast einen ganzen Part reinzustecken. Also die Klettermechanik haben sie sich zwar von Breath of the Wild abgeschaut, aber weit nicht so gut hinbracht. So unbeholfen teilweise. Okay, da gibt's jetzt eh nix. Sollen. Kommt hier noch irgendwas? So zur Sicherheit. Ding ist gesperrt, das noch nicht geladen ist. Dafür da, hm? Mit dem Paar wenigstens noch irgendwas erreichen. Wenn auch nicht viel. Neu. Questbereich. Oh, das ist wirklich, das gehört so. Das ist schon fertig geladen. Das muss der Hinweis sein.
Wo bist du, Hermes? Zeig dich! Oder lässt du jetzt dieses Menschlein deine Kämpfe austragen? Nun, so sei es! Lol, du bist doch rot. Los, nochmal! Wow, ouch! Hä? Schwingendes Zeug. Beim Heiligtum der größten Kriegerin muss eine Entscheidung fallen. Nur nicht zu verkopft. Ein Schatz hat eine eigene Mechanik. Und ein Schlüssel. Hey, da ist er wieder. Phosphor! Den Göttern sei Dank, du bist wohl auf. Er sagt, du hast den Greif entkommen lassen. Was, wenn ich ehrlich bin, gut so ist. Man könnte denken, von einem Greif durch die Lüfte getragen zu werden, wäre wundervoll. Aber lass mich dir berichten, es stimmt nicht. Außerdem habe ich eine Katzenallergie. Es gibt immer ein nächstes Mal. Man lernt nie aus. Hm. Oh, der war gut. Er meint, du wärst ein armseliges Kriegerexemplar. Wie gefällt dir dein Vögelchen bis jetzt? Naja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Rom? Das Haus meines Nachbars. Der hatte so viele Söhne und musste immer mehr Zimmer anbauen. Aber dann sind alle an einer Seuche gestorben und jetzt ist es ein Gasthaus namens Rom. Benannt nach dem ältesten Sohn. Möge Charon ihm sichere Überfahrt gewähren. Oh, das Schiff ist abgesegelt. Rom hatte keine Münzen, also hat der Kerberos ihn gefressen. Rom, 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 Rom. Nein? Nichts? Begegnung mit legendären Gegnern, wo denn? What the fuck ist das hier wieder? So, ich nehme mal an, der Part wird das dann auch schon zu Ende sein, oder? Der ist schon längst zu Ende. Ja, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.